Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen: Urheberrecht. Getty Images. Cristiano Ronaldo liegt bei den Gehältern in der Serie A weit vorne. Der Transfer von Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin hat die Gehälter in der italienischen Serie A in die Höhe getrieben. Die Kosten für Spielergagen werden in der Saison 2018/19 ein Rekordhoch von 1,129 Milliarden Euro erreichen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Gazzetta dello Sport hervor. In der Saison 2017/18 hatten die Serie A-Clubs noch 955 Millionen Euro für die Spieler ausgegeben, in der Saison 2014/15 waren nur 849 Millionen Euro für die Saläre aufgebracht worden. Das könnte Sie auch interessieren. Müller, noch bewusster vor Gündogan stellen. 31 Millionen Euro netto soll CR7 pro Spielzeit bis Ende seines Vertrags bei Juve 2022 einstreichen. Er führt das Ranking der bestbezahlten Serie A-Kicker mit deutlichem Vorsprung an. Dahinter folgt AC Mailand, Neuzugang Gonzalo Higuain, der nach der Trennung von Juventus von den Mailänder 9,5 Millionen Euro netto pro Saison erhalten soll. Platz 3 belegt Juves Starstürmer Paulo Dybala mit geschätzt 7 Millionen Euro, gefolgt von Miralem Pjanic, der seinen Vertrag mit Juventus Turin kürzlich erneuert hat und 6,5 Millionen Euro kassieren soll. Auf Platz 5 rangiert Milans 19 Jahre alter Torwart Gianluigi Donnarumma mit 6 Millionen Euro per annum netto. Allegri Topverdiener bei den Trainern. Cristiano Ronaldo wechselt für 117 Millionen Euro zu Juventus Turin. Auch in den anderen Top-Ligen Europas gibt es einige Megatransfers. Sport 1 zeigt die teuersten Wechsel aus Deutschland, England, Frankreich, Spanien und Italien. Deutschland, Platz 5, Paulinho, Bayer Leverkusen, 18,5 Millionen Euro. Platz 3, Thomas Delaney, Borussia Dortmund, 20 Millionen Euro. Platz 3, Axel Witzel, Borussia Dortmund, 20 Millionen Euro. Platz 2, Alassane Plea, Borussia Mönchengladbach, 23 Millionen Euro. Platz 1, Abdou Diallo, Borussia Dortmund, 28 Millionen Euro. Frankreich, Platz 5, Moussa Dembele, Olympique Lyon, 22 Millionen Euro. Platz 4, Kevin Strootman, Olympique Marseille, 25 Millionen Euro. Platz 3, Alexander Golovin, AS Monaco, 30 Millionen Euro. Platz 2, Thilo Kerre, Paris Saint-Germain, 37 Millionen Euro. Platz 1, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, 135 Millionen Euro. Spanien, Platz 5, Alvaro Odriozola, Real Madrid, 30 Millionen Euro. Platz 4, Arthur, FC Barcelona, 31 Millionen Euro. Platz 5, Clement Lenglet, FC Barcelona, 35,9 Millionen Euro. Platz 4, Goncalo Guedes, FC Valencia, 40 Millionen Euro. Platz 3, Malcolm, FC Barcelona, 41 Millionen Euro. Platz 2, Vinicius Junior, Real Madrid, 45 Millionen Euro. Platz 1, Thomas Lemar, Atletico Madrid, 70 Millionen Euro. England, Platz 5, Fred Mendes, Manchester United, 59 Millionen Euro. Platz 4, Naby Keita, FC Liverpool, 60 Millionen Euro. Platz 3, Alisson, FC Liverpool, 62,5 Millionen Euro. Platz 2, Riyad Mahrez, Manchester City, 67,8 Millionen Euro. Platz 1, Kepa Arrizabalaga, FC Chelsea, 80 Millionen Euro. Italien, Platz 5, Fabian Ruiz, SSC Neapel, 30 Millionen Euro. Italien, Platz 5, Leonardo Bonucci, Juventus, 35 Millionen Euro. Platz 4, Radja Nainggolan, Inter Mailand, 38 Millionen Euro. Platz 3, Douglas Costa, Juventus Turin, 40 Millionen Euro. Platz 2, Joao Cancelo, Juventus Turin, 40,4 Millionen Euro. Platz 1, Cristiano Ronaldo, Juventus Turin, 117 Millionen Euro. Auch die Trainergehälter treiben die Kosten in der Serie A in die Höhe. 35,9 Millionen Euro netto pro Saison werden die 20 Serie-Trainer in dieser Meisterschaftssaison kassieren.
In der Saison 2017/18 waren es 28,8 Millionen Euro netto gewesen. Juve-Coach Massimiliano Allegri führt im dritten Jahr in Folge das Ranking der bestbezahlten Coaches in Italien an. 7,5 Millionen Euro netto verdient Allegri pro Saison. Auf Platz 2 schaffte es der ehemalige Bayern München-Coach Carlo Ancelotti, der nach 9 Jahren in die Serie A zurückgekehrt ist. 6,5 Millionen Euro kassiert Ancelotti von seinem neuen Arbeitgeber SSC Neapel netto. Auf Platz 3 schaffte es Inter-Trainer Luciano Spalletti mit 4,5 Millionen Euro netto pro Saison. Punkt. Mehr auf MSN. Feedback an MSN senden. Was können wir besser machen? Gesamtwertung für